Jede Woche fängt der LIGO-Detektor Gravitationswellen auf, die von Kollisionen zwischen schwarzen Löchern und Neutronensternen in Millionen von Lichtjahren Entfernung ausgehen. Vor kurzem hat ein Team von Astronomen den Detektor für den Versuch genutzt, dunkle Photonen zu fangen. Das sind hypothetische Teilchen der dunklen Materie, die wir seit vielen Jahrzehnten zu finden versuchen. Theoretisch können die subtilen LIGO-Mechanismen auf unsichtbares Licht reagieren. Allerdings wurden bisher noch keine tatsächlichen Spuren dieser Teilchen gefunden. Die Suche nach dunkler Materie ist nicht nur eine wissenschaftliche Herausforderung, denn nach einem der neuesten Modelle des Universums kann diese seltsame Substanz die gewöhnliche Materie verschlingen, bis im ganzen Weltraum kein einziger Stern mehr übrig ist. In diesem Video erfährst du, wie die dunkle Materie Galaxien verformt und vor allem, warum ist dunkle Materie gefährlich für uns? Aber Moment mal, wie kommen wir überhaupt auf die Idee, dass der Weltraum mit einer solchen unsichtbaren Substanz gefüllt ist? Von diesen fantastischen Ideen war der amerikanische Astrophysiker Franz Zwicky im Jahr 33 weit entfernt. Doch je länger er einen Haufen von mehr als 1000 Galaxien im Sternbild Coma Berenice beobachtete, desto mehr wurde ihm klar, dass dort etwas sehr Merkwürdiges vor sich ging. An diesem Ort bewegen sich die Galaxien, als ob sie 400 Mal schwerer wären als die Sterne und das Gas, aus denen sie bestehen. Es scheint, dass der Haufen von einer durchsichtigen Wolke umgeben ist, die Zwicky als dunkle Materie bezeichnete. Später erkannten Astrophysiker, dass sich viele Galaxien zu schnell drehen und dass sie ohne äußere Zwänge ihre Spiralarme über das ganze Universum ausgebreitet hätten. Die Antwort auf diese Rätsel liegt in den massiven Halos aus dunkler Materie. Wenn du noch einen handfesten Beweis für ihre Existenz brauchst, schau dir dieses Filmmaterial an. Es sieht aus wie eine Weltraumgalaxie mit krummen Spiegeln. Einige Bilder von Galaxien sind stark verzerrt, die anderen ähneln vervielfachten Spiegelungen. All diese Phantome sind Produkte der dunklen Materie. Seine unsichtbare Masse erzeugt den Gravitationslinseneffekt, bei dem alles, was sich in der Nähe befindet, verformt wird. Astronomen haben hunderte dieser dunklen Linsen am Himmel gefunden. Schließlich zeigen moderne Berechnungen, dass nur 15% unseres Universums aus gewöhnlicher Materie bestehen und 85% davon dunkle Materie sind. Diese allgegenwärtige, lose Materie hat viel mit Sofakissen gemeinsam. Einige Wissenschaftler sind jedoch überzeugt, dass die dunkle Materie trotz all dieser Fakten eine reine Illusion ist. Warum besteht die Möglichkeit, dass es die dunkle Materie gar nicht gibt? 1983 war Moriah Milgram, ein Astrophysiker aus Israel, der Erste, der eine gute Alternative zur dunklen Materie anbot. Er nannte seine Theorie Mond, modifizierte Newtonsche Dynamik. Milgram dachte, was wäre, wenn die Schwerkraft in verschiedenen räumlichen Maßstäben unterschiedlich wirkt? Das bedeutet, dass sich die Planeten auf ihren Bahnen so bewegen, wie wir es bereits kennen. Aber wenn es um Galaxien und Galaxienhaufen geht, ändert sich der Einfluss der Gravitation dramatisch. Es ist eine Sache, ein Papierflugzeug in deinem Garten zu werfen, aber eine ganz andere, ein Verkehrsflugzeug über die Ozeane zu steuern. Die Kräfte, die sie in Bewegung setzen, sind in diesen Fällen unterschiedlich. Als Mond aufkam, hat man aufgehört, die dunkle Materie zu benutzen, um zu erklären, warum galaktische Scheiben mit hoher Geschwindigkeit rotieren oder warum Galaxien in Haufen so interagieren, wie sie es tun. Milgrams Theorie bewältigt diese Aufgabe viel besser. Was die Interaktion von Galaxienhaufen angeht, hat der Wissenschaftler den Begriff des externen Feldeffekts eingeführt. Das bedeutet, dass riesige Massen auf der Skala von Millionen von Lichtjahren eine ganz besondere Wirkung aufeinander haben. Ich werde konkreter. Das Papierflugzeug, das du auf den Boden wirfst, kann genauso gut vom Wind erfasst werden, der in großer Höhe von einem Düsenflugzeug erzeugt wird. Heißt das, dass die dunkle Materie jetzt besiegt und vergessen ist? Leider kann Mond nicht erklären, woher unzählige Gravitationslinsen kommen. Außerdem weiß Milgrams Theorie nichts über die Gründe für viele galaktische Kollisionen. Das bringt uns zurück zu der Idee, dass wir noch eine zusätzliche, unsichtbare Masse brauchen. Aber warum haben wir nie besondere Objekte gefunden, die aus dunkler Materie oder ihren Teilchen bestehen? Einige Wissenschaftler sind immer noch fest entschlossen, gewöhnliche Materie zu finden, die in nichts nachweisbaren Formen versteckt ist.
Lass uns über Machos sprechen. Nein, das ist keine neue berühmte Boyband, sondern eine Abkürzung für massive astrophysikalische kompakte Halo-Objekte. Dazu gehören Neutronensterne, braune Zwerge, intergalaktische Gaswolken. Kurz gesagt, alle massereichen Objekte, die unsere Teleskope aus welchen Gründen auch immer nicht aufspüren können. Das Problem ist jedoch, dass der Urknall nach allen Berechnungen unmöglich 5-mal mehr Materie erzeugen konnte, als wir sehen können. Also geht Machos direkt dorthin, wo die Backstreet Boys jetzt leben, in die Geschichtsbücher. Die Theoretiker erfanden daraufhin Wimps. Ich weiß, das erinnert dich an die Zeichentrickserie über Feen, aber in Wirklichkeit bedeutet das schwach wechselwirkende massive Teilchen. Sie reagieren nicht auf die gewöhnlichen Materieteilchen, können aber alle beobachteten Gravitationseffekte der dunklen Materie hervorrufen. Astrophysiker suchen seit Ewigkeiten nach Gammastrahlenausbrüchen, die von WIMPs bei Kollisionen verursacht werden, und nach den kleinsten Spuren ihrer Wechselwirkung mit gewöhnlicher Materie. Sie haben spezielle Kristalldetektoren, die nur wenige Grad über dem absoluten Nullpunkt gekühlt sind, und andere ausgeklügelte Geräte verwendet. Trotz all dieser Bemühungen hat die jahrelange Suche keine Ergebnisse gebracht. Es sieht so aus, als ob WIMPs nur eine weitere Fantasie sind. Es gibt andere hypothetische und sehr leichte Teilchen der dunklen Materie, die Aktion genannt werden. Und diese Typen sehen vielversprechender aus. Ja, dieses Mal hast du recht. Physiker haben ihnen einen Namen gegeben, der sich eindeutig auf das berühmte Spülmittel bezieht. Aktionen erklären alle Effekte der dunklen Materie. Und es könnte direkt nach dem Urknall eine große Menge von ihnen gegeben haben. Also, wo sind sie? Mithilfe des Xenon-1T-Detektors, der mit mehr als 3 Tonnen verflüssigtem Xenon gefüllt war, entdeckten die Wissenschaftler mehr Teilchenwechselwirkungen als erwartet. Die Aktionen waren das Erste, was ihnen in den Sinn kam, aber niemand war sich sicher. Sie müssen weitere Tests durchführen, um sicher zu gehen. Aber Moment mal! Haben wir nicht noch andere Hypothesen über die dunkle Materie vergessen? Einige ihrer Formen können sehr gefährlich sein. Warum kann dunkle Materie eine Bedrohung für die Menschheit darstellen? Stell dir ein riesiges schwarzes Loch vor. Nein, nicht das, das die Sterne hinterlassen, und auch nicht das supermassive Monster aus dem Zentrum der Galaxie. Irgendwo dazwischen. Dies ist ein primordiales schwarzes Loch mit einer mittleren Masse von etwa 30 Sonnen. Es wurde zusammen mit dem Universum aus den wirbelnden Energien des Urknalls geboren. Es gab weder Sterne noch Scheiben aus heißem, glühenden Gas, die uns helfen könnten, es zu erkennen. Ein primordiales schwarzes Loch wie dieses ist von Hunderten und Tausenden seiner eigenen Zwillinge umgeben, und zusammen bilden sie dunkle Haufen. Sie könnten direkt hinter dem Rand unserer galaktischen Scheibe lauern, und wir werden sie nie zu Gesicht bekommen. Es sei denn, dieser Schwarm schwarzer Löcher greift das Sonnensystem an und verschlingt alles, was auf dem Weg liegt. Schlechte Nachrichten für uns, aber eine sehr glaubwürdige Hypothese. Zumindest der Teil über die dunkle Materie. Und das ist nicht das Worst-Case-Szenario. Ende 21 veröffentlichte ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung des norwegischen Professors Thorsten Bringmann ein ziemlich düsteres Bild des Universums. Nach ihrer Theorie hat der Urknall nur sehr wenige Teilchen der dunklen Materie hervorgebracht. Im Laufe der Zeit begannen sie sich schnell zu vermehren und alles zu verschlingen, was sie erreichen konnten. Teilchen dieser fressenden dunklen Materie verwandeln auch Teilchen der gewöhnlichen Materie in Raubtiere. Dieser Prozess entwickelt sich exponentiell, was bedeutet, dass diese Substanz mit der Zeit immer mehr gewöhnliche Materie verschluckt. Und deshalb ist jetzt nur noch so wenig davon übrig, nur 15%. Früher oder später könnte die dunkle Wolke auf die Erde stoßen und sie buchstäblich verschlingen. Es gibt keine starke Bindung zwischen den Teilchen der dunklen Materie. Also wird unser Planet einfach zerbröseln. Genauso wie alle Sterne im Universum. Es gibt jedoch noch eine letzte Möglichkeit. Denn vielleicht gibt es tatsächlich keine dunkle Materie im Weltraum. Vielleicht gibt es stattdessen eine ganze Parallelwelt. Physiker haben sie verborgenes Tal genannt. Das ist ein Universum, das vollständig aus dunkler Materie besteht und in einer anderen Dimension in der Nähe unserer Welt liegt. Die Masse des verlorenen Tals beeinflusst Galaxien und erzeugt Gravitationslinsen, ohne dass sie in unserer Welt überhaupt vorhanden ist.
Das ist wie bei einer College-Party. Die Musik spielt im Zimmer deines Nachbarn, aber sie ist so laut, dass der ganze Campus sie hören kann. Wer weiß, vielleicht kommt es zu einem neuen Urknall, wenn diese beiden Universen aufeinandertreffen. Würdest du gerne einen Neuanfang erleben wollen?